Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 4. August. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Gestern Abend gegen 23.05 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim auf der Straße Rühlamont in Schwyz einen dunklen Audi A4 Avant zu kontrollieren. Der Fahrer des Fahrzeuges missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten, entzog sich der allgemeinen Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die L47 in Fahrtrichtung Meppen. Nach Überquerung der B70 auf der Königstraße im Bereich der Schleuse Fahlow verunfallte das flüchtende Fahrzeug. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Sie wurden für die weiteren Ermittlungen von den Einsatzkräften zur Wache gebracht. Die Polizei bittet insbesondere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet wurden, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Rufnummer 05931949 zu melden. Gestern zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr verursachte ein erheblich alkoholisierter Lkw-Fahrer zwei Verkehrsunfälle auf der A1. Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten zunächst den Notruf, weil sie auf der A1 im Landkreis Oldenburg auf einen Lkw mit Anhänger aufmerksam wurden, der in starken Schlangenlinien unterwegs war. In einer eingerichteten Baustelle zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen Nord und der Rastanlage kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Lastzug und dem Pkw eines 36-Jährigen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn folgte dem Lastzug in der Folge und dokumentierte die unsichere Fahrweise. Die Kontrolle des Fahrers erfolgte an einer geeigneten Stelle, an der Anschlussstelle Kloppenburg. Beim Verlassen der Autobahn verursachte der Fahrer einen weiteren Unfall. Er kollidierte seitlich mit dem Sattelzug eines 60-Jährigen. Die entstandenen Sachschäden durch die beiden Unfälle wurden auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Atemalkoholtest des 33-jährigen Lkw-Fahrers ergab einen Wert von 2,35 Promille. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an. Am Wöhlerhof in Spelle sorgte gestern ein besonderer Gast für musikalische Unterhaltung. Klatschen, tanzen, singen, kurz gesagt, mitmachen lautete die Devise. Ein vielseitiges musikalisches Erlebnis für klein und groß gab es gestern am Wöhlerhof in Spelle. Grund dafür war der Auftritt der Kinderliedsängerin Farina. Ich versuche eigentlich bei jedem Lied, dass die Kinder irgendwie mitmachen können, dass die mitklatschen können, mit Tanzelemente machen können, Rhythmen klatschen können oder eben auch so einen kleinen Tanz mitmachen können, der eben zu dem Lied passt. Der Eintritt war frei und es kamen viele Zuschauer, um sich das Spektakel anzusehen. Außerdem sorgten die fröhlichen Klänge dafür, ordentlich in Bewegung zu kommen. Manchmal sind es ganz kleine Kinder noch, ne, im Kinderwagen bis hin zu den älteren Kindern, die auch die 5., 6., 7. Klasse besuchen. Meistens ist es so in dem Alter. Ob die mit Oma, Opa, mit Tante, Onkel, mit Mama, Papa, auch mit den Geschwistern kommen, mit Freunden kommen, das ist total unterschiedlich. Das Mitmachkonzert fand im Rahmen des Kultursommers 2023 statt und wurde vom Landkreis Emsland gefördert. Doch nicht nur der gestrige Auftritt kam bei den Besuchern gut an. Also die letzten Male waren wir draußen, da war das Wetter halt auch noch ein bisschen besser, als es jetzt die letzten Tage war. Wir waren immer gut besucht, ich würde sagen so um die 60 bis 70 Personen, also alle Bänke, alle Tische waren restlos voll. Und da arbeiten wir einfach mit einem Pool von verschiedenen Künstlern zusammen, was uns einfach die Möglichkeit gibt, in den Ferien total viele Facetten anzubieten. Dann ist es zum Beispiel Musik, Akrobatik, Zauberei hatten wir jetzt letzte Woche noch. Voller Power und Energie machten die Kinder mit und wurden dabei selbst zu kleinen Bühnenkünstlern. Die eingängigen Melodien und die einfachen Texte ermöglichten den Kids, schnell unter großer Freude einzusteigen. Sie sangen, klatschten, tanzten und schrien, was das Zeug hielt. Am Ende verließen die Kids begeistert die Veranstaltung und konnten neben dem großen Spaß, der ihnen bereitet wurde, auch noch etwas auf spielerische Art und Weise lernen und viel mitnehmen. Beispielsweise, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Es bleibt musikalisch.
Zum 30. Mal heißt es heute Internationale Blues- und Jazznacht in der Meppener Innenstadt. Freunde der Live-Musik können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. In der Meppener Innenstadt wird es heute Abend musikalisch. Denn bereits zum 30. Mal feiert die Stadt die Internationale Blues- und Jazznacht. In verschiedenen Teilen der City sowie in Kneipen und Restaurants können Interessierte zu den Klängen von 18 Livebands lauschen. Doch wie kam es eigentlich zu diesem Event? Dazu gekommen ist es 1983, da hat unser Kollege, der jetzt im Ruhestand ist, die Blues- und Jazznacht ins Leben gerufen. Und das hat so eingeschlagen, dass sie bisher jedes Jahr wiederholt wurde, außer jetzt 2020 wegen der Corona-Pandemie. Da musste das Ganze leider ausfallen. Im Jahr 2021 konnte die Blues- und Jazznacht dann schon wieder starten, aber natürlich mit Auflagen. Die Zeiten sind zum Glück auch vorbei und wir können direkt durchstarten. Den Auftakt geben Sideco Annie und die Swam Cats in der Kneipe König City. Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.bluesundjazznacht.de. Los geht es um 18 Uhr. Es gibt einen Zeitplan, danach kann man sich richten und in den Kneipen werden die Bands etwas später spielen. Also Ende ist ca. 12 Uhr, 12:30 sowas. Und es können alle Meppener und Bürger aus der Umgebung natürlich kommen. Und es richtet sich an Musikinteressierte, aber auch einfach die Menschen, die gerne in die Meppener Kneipen und Restaurants gehen und sich dabei gute Live-Musik anhören. Freuen können sich Jazzliebhaber und Live-Musikfans unter anderem auf Songs von der Soul-Sängerin Esther Philly und Band, Greg Copeland and the Brothers of Soul, sowie die Band Manny. Der Eintritt ist frei. Das klingt doch nach einer guten Abendplanung. Das war's mit den MSTV News für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss!